Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme zu Papers, Please. Ich bin Mathis Gaming und ich freue mich, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt zu einer neuen Folge tatsächlich. Ja, wir haben ja so ein paar Neuanfänge gemacht und wir mussten hier ganz zurück, damit wir hier weitermachen können. Am 16. Tag, da wollen wir weitermachen. Ja, da. Ah, okay. 5 Credits haben wir noch. Wir wollen arbeiten. Ministerien kämpfen um Personal. Qualifizierte Grenzbeamte und Soldaten gefragt. Konsolidierung der Grenztruppen. Okay, das Wetter. Bausteine. Ja, okay. Es hagelt Bausteine. Unterhaltung. Jetzt kommt ein Witz. Was? Okay. Zur Arbeit gehen. Am 8. Dezember übrigens. Alles klar. Jetzt kommt... Steht eine Wache vor der Tür oder was? Oh, ich habe hier heute... Ach du Scheiße. Ja, hier. Das kommt erstmal beiseite. Hier muss ich immer noch gucken, dass wir... Alter, wir müssen immer noch die Maschinenbauer finden hier, ey. Wir haben Schlüssel bekommen. Und alles Mögliche. Hallo? Moin? Was macht er da? Warum steht er da? Inspektor, das Ministerium der Justiz hat uns die Zuständigkeit für den äußeren Sicherheitsstreifen übertragen. Das ist schön. Ab sofort sind sie dafür verantwortlich, auf illegale Grenzübertritte zu achten. Der ihnen ausgehändigte Schlüssel dient dazu, ach du Scheiße, die Betäubungspistole aus dem Schrank zu holen, sobald Alarm gegeben wird. Ach du Scheiße, jetzt habe ich auch noch, alles klar. Kompensation für das vereiteln illegaler Grenzübertritte erhalten sie einen Bonus. Einen geringeren Bonus erhalten sie, wenn sie auf das Ziel schießen, es aber verfehlen. Hä? Erhalten sie einen Bonus. Einen geringeren Bonus erhalten sie, wenn sie... Ja gut, aber wenn der hier über die Grenze möchte und ich muss schießen, dann muss ich schießen, oder? Ist das so? Schusswaffen Gebrauch. Beachten Sie das Diagramm auf der folgenden Seite. Es lebe Asotska, okay. Ja gut, aber das muss ich ja erstmal haben. Zack, dann kann ich die Waffe ziehen. Ziehen Sie den Schlüssel auf das Schloss. Ja, aber wo ist denn das Schloss hier? Um den Waffenschrank zu öffnen. Wählen Sie die Waffe und zielen Sie auf sie. Gut. Oh, und das sind die heutigen Verbrecher. Eieiei, das wird bestimmt noch sehr spannend werden heute. So, nächster. Ach du Scheiße. Du hast 8 Personen verhaftet. Hier. Als Bonus für die verkauften und Pumpenverteidigung. Geil. Okay. Okay. Papiere bitte. Sie ist schöne Künste. Inja Kabat, schöne Künste. Was sind denn schöne Künste? Ja, sieht schon so danach aus. 55 ist sie auch. 1,77, das kann hinkommen.
Ich muss mal gleich in mein Book reingucken hier. Mit den ganzen Sachen hier. Kabine nicht, ey. Ich meine, mit den ganzen Vorschriften und so. Hä? Okay. Ah, okay. Den habe ich. Also, okay. Alles klar. So, weil den brauche ich nämlich so. Und jetzt habe ich noch den hier. Ein Jahr. Was hat sie gesagt? Ja, aha. Ich will arbeiten. Ja, Arbeit. Arbeit stimmt. Aber. Was ist da? Hä? Zeiträume ihrer Tagesstimme ein. Ja gut, ich bleibe ein Jahr. Ja gut. Dann darf es eigentlich nichts. Warte mal, hier ist ihr Ausweis. 1932, hier ist. Ja, stimmt. Der Kabat. Weiblich. Bostan. Empor ist Bostan in Empor. Ja, ne? Also ich meine, also, ne? Eine weitere Diskrepanz habe ich hier. Guck mal, was ist hier los? Hä? Von der Stadt ist falsch. Das verstehe ich nicht. Arrest! Gehen Sie dahin, wo Sie gehören. So. Ich bin voll streng heute. Ja, raus hier. Raus. Nächster. Wenn das so weitergeht, ey, dann ist aber... Fehlt da nicht was? 1,74, 6, 8, Orwetsch. Orwetsch, ist das ein Azotska? Orwetsch, ja, okay. Warte mal. Benötigen Ausweis. Hier. Übereinstimmung. Müssen die nicht auch diesen Zettel haben, die Azoskaner, oder eher nicht? Also nicht, dass ich gleich ein, weil da würde ich nämlich echt sagen, hier, zack, da hat es nochmal Glück gehabt. Ja, das sage ich auch. Oh, bin ich nicht. Bin ich. Papier, bitte. Sie haben was vergessen. Ja gut, aber ich muss ein dafür kriege ich auch noch Geld, dass ich das mache. Aber ich bin Arsch. Tut mir leid. Das kann ich nicht machen. Sorry. Tschüss. Gehen Sie. Mir geht's gut. Ich habe Geld bekommen. Entschuldigung, aber Papiere bitte. Alles klar. Männlich. Ne. Quatsch. Noch nicht den. Auch nicht, okay. Glück gehabt. Dann hat er hier noch. 1,76 ist er groß. 65. Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Transit, hat er auch Transit gesagt. Ich bin durchs Land reisen. Nur 2 Wochen. 14 Tage ist richtig. Das ist auch richtig. Auch richtig. Ja, gut. Okay. Dann dürfen Sie. Bitteschön, 14.12. Ja, gut, okay. Ja, da hat er mal Glück gehabt. So. Da bin ich wieder. Das viele Indien.
Ich krieg hier Schmerzensgeld. Was ist das hier? Was ist denn hier los, ey? Azotkana. 1,92, 87. Was hat der jetzt alles gesagt? Da bin ich wieder. Wie viele Ingenieure waren denn hier? 3 haben mich angerufen. 2 waren gut. Der dritte war ein Idiot, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte. Aber schon gut. Ich weiß Ihre Mühe zu schätzen. Wollen Sie jetzt durch oder wollen Sie nicht durch? Anscheinend wollen Sie durch. Ups. Entschuldigung. Das war nicht dahin. Moment. Ich weiß nicht. Nee, passt nicht mit dem zusammen. Na. Okay. Hier, bitteschön. Ja, genau. Genau, es lebe. Azotska. Oh, hallo, schöne Frau. Jan Hansen. Also, 47 stimmt. 1,62 könnte auch stimmen. Aber Jan und weiblich. Okay, warte mal. Ich muss mal eben gucken. Keine Übereinstimmung. Nein, aber ist Jan nicht ein männlicher Name? Nein, ist doch gut. Wo kann ich da denn gucken? Oder hat ihn Spitznamen oder was? Oder? Weil Jan ist doch ein männlicher Name, oder nicht? Kleiner Kopf, ja, stimmt schon. Da kann man so sagen. Ja, scheiße. Ich glaube, jetzt kriege ich eine Strafe, pass auf. Machen Sie mir keinen Ärger. Wahrscheinlich ist das sogar jetzt der letzte. Okay, Lebensmittel. Okay. Oh. Hallo! Warum geht's nicht? Er hat die Tür nicht aufgemacht, Mann. Die Kabine hat nicht aufgemacht. Was ist das für eine Kacke? Ich habe 40 Dollar Bestechungsgeld bekommen. Alter, wir werden sowas von... Ja, 7 Gehälter nur. 47. Alter, wir werden sowas von... dran sein. Warum haben wir nicht 3 Ausweise? Wir müssen auch für den Sohn auch einen haben. Ja, naja gut, damit würde ich dann erstmal sagen, bin ich raus. Das war ja eine krasse Sache. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Weil wahrscheinlich mit dem Bild irgendwas nicht stimmte. Weil jetzt habe ich Vollbild und gerade eben hatte ich nicht Vollbild. Und ich konnte, wenn ich hier in der Ecke war, ist meine Maus ganz oben links. Wenn ich hier irgendwie bin, dann bin ich meine Maus wieder ganz oben links, weißt du? Das ist dann irgendwie so ganz nicht optimal gemacht. Ja. Keine Ahnung, ob das beim Einstellen ist oder... Ja, muss ich mal gucken, genau. Aber wir haben Tag 16 erfolgreich gelöst. Wir haben ein bisschen Bestechungsgeld. Wir haben mehr Bestechungsgelder bekommen, als wir Gehalt bekommen haben. Das ist ja wohl auch eine krasse Sache, wa? Also, das muss uns immer einer nachmachen. Ja? Also, ich würde mal sagen, ich bin damit raus. Wenn es dir gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder zu einer nächsten Folge. PayPost, please. Ich bin damit raus. Haut rein. Bis denn. Und ciao.